Ich glaube, der wichtigste Erfolgsfaktor ist nach wie vor das gute Bild, das gute Bildmaterial. Das hat sich nicht geändert, sondern das wird eher noch deutlicher. Mein Name ist Nils Dörje. Ich bin Gründer von Ride.com und von Holiday Insider. Das kennen wahrscheinlich, denke ich, der eine oder andere noch viel, viel besser, gerade im Destinationsbereich. Wir haben Holiday Insider an HS verkauft. Davor war ich lange Zeit bei Google. Heute Geschäftsführer und Gründer von Ride.com. Da geht es um Suchmaschinenoptimierung und haben parallel noch ein anderes Unternehmen gegründet. Das ist Guestnet, was eine digitale Lösung ist für Destinationen und für die einzelnen Hosts, also für Hotels, Ferienwohnungen. Ich glaube, der wichtigste Erfolgsfaktor ist nach wie vor das gute Bild, das gute Bildmaterial. Das hat sich nicht geändert, sondern das wird eher noch deutlicher. Klasse Fotografen engagieren, der einmal so ein Objekt komplett super durchfotografiert, ist ein hervorragendes Investment. Das sollte jeder tun. Ich glaube, das ist irgendwie, sollte Standards eigentlich sein heutzutage. Das zweite ist sicherlich Channel Management. Also, dass ich sage, ich suche mal einen Channel Manager aus, der meine Ferienwohnung auf unterschiedliche Plattformen ausspielt, der quasi ausspielt auf HomeAway, auf HS ausspielt, auf Airbnb ausspielt, sondern der die Fähigkeit dazu hat. Das ist, glaube ich, ein sehr großer Hebel, um seine Reichweite zu erhöhen. Das sind die zwei wesentlichen Merkmale. Direktvertrieb geht immer schwieriger, würde ich sagen. Ich glaube, sozusagen das Gute, ich komme in eine Destination, mache dort Urlaub, sehe dort ein wunderschönes Objekt. Also ich würde immer mein Fähnchen noch dann außen in den Garten reinhauen und sagen, ich habe hier eine Ferienwohnung, weil derjenige, der die Destination an sich schön findet, vielleicht beim nächsten Jahr wiederkommt, dann tatsächlich dieses andere Objekt dann auf einmal bucht. Ich glaube, das sollte man schon auch immer machen, weil so funktioniert es halt dann einfach aus. Und das andere ist natürlich auch, ich finde es schon auch spannend, nach wie vor über die Destination an Gäste zu kommen, die ja in der Regel dann auch immer ihre Gästekataloge rausschicken oder ihre Verzeichnisse, Gästeverzeichnisse, Gastgeberverzeichnisse, so heißen sie, rausschicken, um eine bestimmte Zielgruppe zu erreichen in einem bestimmten Alterssegment. Das finde ich total, also ist nach wie vor ein gutes, probates Mittel. Aber die Jungen sollte ich halt nicht vergessen und deswegen muss ich mich, glaube ich, auch ein bisschen auf den Plattformen herumtreiben. Außerdem passiert Folgendes gerade, wenn man sich Priceline anschaut, also Agoda und Booking.com und auch Trivago, die machen genau das, was wir gemacht haben bei Holiday Insider. Wir haben immer gesagt, eine Plattform, alle Unterkunftstypen. Genau das machen jetzt beide, sind jetzt beide damit gestartet, beide Plattformen, eigentlich also alle drei Plattformen sagen, welche Unterkunft du auch immer haben möchtest oder buchen möchtest, findest du auf unserer Plattform. Also insofern auch ein Trivago ist spannend, aber genauso auch eine Priceline-Gruppe, also Booking.com und auch ein Agoda. Gutes erstmal, glaube ich, jeder Vermieter, der in der Regel kein Digitalisierungsexperte ist, muss er auch nicht sein. Es müssen immer Softwarelösungen sein für den Vermieter, die völlig einfach in der Handhabung sind. Also wenn ich jetzt über einen Channel Manager spreche, dann muss es eine Lösung sein, wo er sagt, klasse, verstehe ich, ich muss da kein Experte sein. Das ist genauso wie bei seinem E-Mail-Account, da ist er ja auch kein Experte und kann ihn trotzdem bedienen. Genauso muss es auch bei den Channel Managern sein. Da gibt es viele Lösungen im Markt, gerade auch aus den USA gibt es da ein paar Anbieter, die da in den europäischen Markt reindrücken. Es gibt, glaube ich, auch ein paar in Europa, die dort Gas geben. Also insofern, da brauchen wir keine Angst vor haben, sondern das richtigste Tool finden. Und ich will jetzt bewusst keine Werbung machen für irgendeins dieser Tools, aber da muss man einfach mal schauen, Channel Manager für Ferienwohnungen, Ferienhäuser, da kriegt man in Google dann sofort irgendwie die gesamte Liste derjenigen, die dann einen guten Job machen. Also insofern, das ist ein Handwerkszeug. Das andere Handwerkszeug ist zum Beispiel ein Guestnet für die Kommunikation mit dem Gast. Bei Guestnet zum Beispiel funktioniert es so, dass der Gastgeber als Ferienhaus- oder Ferienwohnungsbesitzer hat diese mobile Website gehostet, er schreibt dort alle seine digitale Gästemappe rein, DMO-Content wird dazugespielt und wenn jetzt ein Gast kommt, sagt er nur noch, das hier ist die URL, guestnet/ferienwohnungs-xyz und damit hat quasi der Gast alle Informationen, die er sonst immer Frage, Antwort, das ist ja immer, das fühlt man sich immer so ein bisschen wie so ein Hamsterrad, gell? Da kommt der nächste Gast und der hat zu Recht wieder die Frage, wo kann ich denn parken, wo ist das nächste Restaurant, vielleicht ist es ganz schön, wenn man es einfach digital dann auch abbildet, ich glaube auch eine schöne Möglichkeit,
Und auch da, das ist genauso einfach, das System. Und es muss auch einfach sein, dass jeder das eigentlich bedienen kann. Die Anfrage wirst du immer haben. Die Anfrage wird immer kommen. Und ich glaube, auch die meisten Vermieter gerade von wunderschönen Objekten wollen es auch einfach sehen. Die wollen auch ein bisschen kontrollieren, wer kommt eigentlich jetzt in mein Objekt. Ich glaube, das ist wird eher zum Standard, wenn man mich fragt persönlich. Also ich glaube, dieses klassische Durchbuchen, gerade bei kleineren Unterkunftstypen, kann man machen, ist aber nicht immer so gewollt. Also sozusagen die Anfrage, die ich dann so sehe, hier hat sich einer beworben, der will in mein Haus und möchte dort quasi seine Woche Ferien machen, die kann ich annehmen oder ablehnen. Ich glaube, das ist eine wichtige Funktion, aber da muss man sich natürlich trotzdem mit beschäftigen. Und der Bettenwechsel kommt auch jedes Mal wieder. Also man muss sich sagen, ja, wie organisiere ich das Ganze? Das ist zum Beispiel ein ganz spannender Ansatz, glaube ich, für viele Destinationen. Weil wenn man jetzt nicht aufs Hotel guckt, sondern auf die Longtail Accommodations, also die Ferienhäuser, Ferienwohnungen, Hütten, wie sie alle da sind, gibt es da ganz oft immer ein Gap. Also sozusagen, dass da eigentlich keine Service Provider da sind, die sagen, dein Haus, also lieber Vermieter, dein Haus ist auf Rügen, du wohnst aber in München, wir übernehmen das für dich. Und wir übernehmen auch vielleicht auch schon die Vermietung. Da gibt es hier und da in sehr touristischen Gegenden Lösungen, in vielen Gegenden aber nicht. Also ich glaube, der größte Trend ist, dass das, was wir begonnen haben als kleine deutsche Company damals, sozusagen alle Unterkunftstypen auf einer Plattform, ist sozusagen jetzt, das ist jetzt erst richtig durchgeschlagen. Also wir haben damals 2010 Holiday Insider gegründet, jetzt haben wir 2019 und jetzt sieht man die ersten Spots von Trivago und Booking, die jetzt genau das tun. Also ich glaube, das ist ein Trend, da muss man sich drauf einstellen. Da werden, glaube ich, eher alle kleine Vermieter, also von Long-Term Accommodations von profitieren. Die Hotels, das ist ja quasi ein Gut, wenn man so will. Also der Gast kommt in die Region. Das war auch immer die Idee bei uns. Und im Endeffekt, wenn es eine wunderschöne Ferienwohnung, Ferienhaus ist, warum muss ich dann ins Hotel gehen? Also vice versa. Also ich glaube, da passiert eine Menge Verschiebung auch zwischen den Unterkunftstypen in Zukunft. Also was nutzt eigentlich welcher Gast in welcher Destination? Weil wenn man alles in einem Blick hat und man hat alle Unterkunftstypen auf einen Blick, wenn ich nach Jüst fahre, dann habe ich automatisch ein anderes Mindset als User. Und dann sage ich, ah ja, stimmt, ich habe eigentlich ein Hotel gesucht, aber stimmt, so das Ferienhaus sieht jetzt auch klasse aus. Und dann gibt es Verschiebung. Das haben wir damals auch schon rausgefunden im Übrigen. Also wir konnten damals schon genau sehen, dass es quasi ein Cross-Booking gibt, Cross-Accommodation-Type. Da wird eine große Veränderung stattfinden.